Jeder macht irgendwelchen Content, aber deswegen kann man sich, glaube ich, nur hervorstechen, wenn man richtig guten Content macht. Es gibt immer noch Marketingabteilungen, die einfach nicht KPI-basiert steuern. Ich glaube einfach, so kannst du perspektivisch keine Kanäle führen. Wenn Menschen heute, junge Menschen, innerhalb des Social-Kanals abschließen können, kaufen können. Wie komme ich da eigentlich rein? Sind Influencer ein Marketing-Tool auch für Versicherer? Also, jetzt geht's nicht um die Wurst, jetzt geht's um Influencer. Du bist ja auch für Marketing verantwortlich. Und was wir hier haben, ist quasi ein Influencer-Produkt, ein Tee. Und den testen wir jetzt, wenn du magst. Und dann kannst du währenddessen dir Gedanken machen, Influencer, Marketing, dürfen Versicherer sowas überhaupt? Aber erstmal müssen wir testen. Wenn es so doof ist, zu öffnen, ne? Zumindest ist schon mal die Handhabbarkeit nicht so gut. Testen wir treffen. Ich hab Peach geht. Also hätte ich jetzt die Augen zugehabt, hätte ich gar nicht gewusst, was es ist. Es ist, ich will das Produkt jetzt nicht schlecht machen, aber ganz schön süß auf jeden Fall, aber es soll Blaubeere bei mir darstellen. Genau, bei mir ist es Peach, ist sogar ganz gut. Wurde x Millionen Mal verkauft von Influencer Shirin David. Sind Influencer ein Marketing-Tool auch für Versicherer? Das ist eine gute Frage, die müsste ich eigentlich dir stellen. Ich glaube, Experte, bist du da mehr? Es ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Also unsere Erfahrungen sind schon, wir haben sind mit einem sehr, sehr, ja, ich würde sagen, seriösen Influencer unterwegs, mit Tim Brüster. Und wir versuchen dort als Versicherungscoach Tim auch so etwas zu machen. Aber es ist natürlich schon für einen Versicherer auch ein schmaler Grat zwischen Seriosität, zwischen auch Richtigkeit von dem, was erzählt wird. Ja. Wir haben uns für einen Influencer entschieden. Ich halte es für sehr schwierig, viele zu steuern und das auch zu kontrollen danach noch. Deswegen, die Frage würde ich ein bisschen zurückgeben. Aber Tim ist der Corporate Influencer. Ja. Der ist einer von euch. Ja. Ja? Nein, Tim ist nicht... Ach so, ich dachte so. Nein. Ah, okay. Ich dachte jetzt so an keine Ahnung, so Riesen-Influencer wie jetzt Shirin David. Wir haben noch ein paar andere. Hol mal den Jeremy-Kram her. Kennst du Jeremy Fragrance? Ja. Ja? Ja. Sehr stark. Ja. Ja. Und das Ärger... Man merkt es auch hier. Ja, was ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Sorry. Und was wir hier gesehen, er ist halt Influencer, hat auf Social Media eine hohe Reichweite aufgebaut, Millionen Follower und hat es geschafft, physische Produkte zu entwickeln und zu verkaufen. Es ist ein bisschen Geheimnis, was er damit umsetzt, aber es ist signifikant. Und ist das eigentlich nicht der Beweis, dass Verkauf über Influencer funktioniert? Könnte das nicht auch bei uns passieren? Und Shoutout zu Jeremy, danke nochmal für die Performance. Ja, wahrscheinlich ja. Du siehst mich ein wenig. Es ist nicht das klassische Marketing-Lehrbuch, was man gerade zitieren kann. Ja, solche Cases sind sicherlich beeindruckend. Die werden dann auch immer wieder vorgezeigt. Ja. Nur es ist natürlich deutlich schwieriger planbar als vielleicht manch klassischer Kanal. Klar, natürlich. Und das ist etwas, was natürlich auch viele Entscheider und dann vielleicht auch manchmal mich ein wenig restriktiver mit solchen Entscheidungen umgehen lässt. Ich kann relativ gut kalkulieren, wenn ich Social, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, vielleicht Google mache, wenn ich Search Engine mache, dann kenne ich doch sehr genau meine Klickpreise, dann kenne ich sehr genau meine CPOs. Hier setze ich auf ein Stück weit auch einen Lucky Shot. Ja. Und ist zumindest mein Gefühl. Ja. Was sind die Gesetze? Was sind die Gesetze von Influencern? Ja, und unsere Erfahrung mit Influencern ist ein bisschen, wir testen ja auch ganz viel aus. Ich werde ja auch als Peer wahrgenommen, nicht nur so als Agentur-Heini, sondern als Peer von Influencern, auch von denen wir hier genannt haben. Und was wir gemerkt haben, ist, das funktioniert dann, wenn die Person, entweder wenn die Kampagne sehr, sehr gut gemacht ist, zum Beispiel Jeremys Kampagne mit Aldi fand ich sensationell gut, aber auch sehr starker B2C-Case. Es passt eigentlich nur, wenn der Influencer thematisch auch zum Produkt passt. Also zum Beispiel jetzt eine Shirin David Werbung für einen Versicherer machen, finde ich ein bisschen mit dem Brechstand. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber wenn du halt jemanden hast, der für das Thema irgendwie irgendwo steht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Und du hast aber vollkommen recht, es ist noch nicht so reif wie Google, wo du sagst, ich kippe 1.000 Euro rein und kriege 1.500 Euro da wieder zurück. So funktioniert es leider noch nicht. Ja. Aber sehr gut. Ein anderer Case, über den wir reden wollen würden, ist Starbucks. Starbucks ist ja quasi kennt ja jeder weltweit.
Genau, gehen wir einfach mal rein hier. Und was die ganz cool als strategischen Move derzeit machen, ist, die, das kannst du nicht im Starbucks-Café kaufen, sondern in Supermärkten. Mhm. Das heißt, die haben ihre Point of Sales, ich möchte nicht sagen ihre Agenturen, ja, aber die haben Point of Sales und jetzt haben sie es geändert und ich möchte nicht sagen, embedden es in quasi ein Produktportfolio von anderen Distributoren, also den Supermarkt. Aber das machen sie. Meine Frage an dich, natürlich erstmal, wie schmeckt's? Darf ich es trinken? Ja, klar. Ja. Mit drin. Was hast du? Ich habe Frappuccino, was hast du? Vanilla. Ui, okay. Ja. Oh. Doch gut. Süß, wieder süß, aber ich bin mehr hier anscheinend mit dem Süßen. Aber naja. Ich glaube, nächstes Mal gucken wir, weil ich glaube, ich habe die guten abbekommen und du hast eher sozusagen die für eine sehr spitze Zielgruppe. Ist alles eine Geschmacksfrage. Okay. Was ich mich halt frage ist, ja, ich finde das auch cool und ich glaube, für neue Player kann das auch ein Thema sein zu wachsen. Nur ich finde es auch ein hohes Risiko, wenn du zumindest bei einem bist, der dir viel zuliefert, der hat dich ja dann in der Hand. Das soll manchen Versicherern bei Check24 auch so gehen. Fühlt sich keiner angesprochen jetzt. Fühlt sich keiner angesprochen jetzt. Genau. Sorry. LinkedIn. Lass uns über LinkedIn reden. Du bist selber aktiv bei LinkedIn, auch erfolgreich bei LinkedIn. Sollte man als Versicherer, Entscheider bei LinkedIn sein? Es ist wie mit Influencer. Man sollte sich alles ansehen. Man sollte dann für sich entscheiden, passt das in dem Moment zu einem? Passt das zu seiner eigenen Strategie? Welche Ziele verfolgt man? Ich selber habe dann vor 2,5, 3 Jahren schon gesagt, wir sind eine moderne Marke. Ja. Der Kanal war damals noch relativ unbearbeitet, würde ich sagen. Man konnte dort doch noch sehr schnell Reichweiten aufbauen. Wir haben es dann für uns entdeckt. Wir wollten einfach die JUK24 auch nach außen mehr darstellen. Wir sind eine Online-Versicherung. Man sieht uns nicht in Filialen, in Geschäftsstellen. Also haben wir gesagt, da ist LinkedIn natürlich ein guter Kanal. Ja. Und dann gibt dem Ganzen noch ein Gesicht und dann macht man das relativ schnell mit dem Vertrieb und Marketingmann. Also war es ich dann. Aber ich nehme natürlich auch wahr, dass das schon Kanäle und Medien einen gewissen Zyklus durchleben. Ja. Also Facebook, glaube ich, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Nee. Nicht groß zumindest. Und ich habe auch den Eindruck, dass mittlerweile auch LinkedIn von jedem bearbeitet wird. Ja. Bei dem einen oder anderen würde ich mir die Frage stellen, mit welchem Ziel eigentlich. Ich würde mir auch die Frage stellen, ob er gut beraten manchmal ist. Und die guten Kanäle, ja. Die guten Kanäle, ja. Deswegen, nein, ich glaube schon, dass es für eine moderne Marke, die wir sein wollen, wichtig ist, diese Kanäle mitzumachen. Deswegen sind wir auch eben, wie gesagt, auf TikTok und versuchen das auch. Und man es immer gut macht, ist was sei dahingestellt. Und für die 24 war es besonders wichtig, eben ein Gesicht zu haben. Und so haben wir das letztendlich aufgebaut und da muss man mal schauen. Also jeder macht irgendwelchen Content, aber deswegen kann man sich, glaube ich, nur hervorstechen, wenn man richtig guten Content macht. Wobei ich auch sagen muss, meine Sache, wo wir immer sagen, mach das nicht, ist, es geht nicht um Reichweite um jeden Preis. Es gibt auch manchmal Beiträge, die, oh mein Gott, ich habe heute meine Schnürsenkel nicht zugekriegt und dann irgendwelche Dramen da produziert, die keine sind. Da bist du ein, zwei Mal viral. Das würde ich aber jedem Entscheider davon abraten. Das bringt nichts, ja, beziehungsweise dann schadest du dir langfristig. Und ich finde auch die Politisierung von LinkedIn ein Thema, würde ich auch jedem sagen, lass die Finger davon. Ja. Damit hast du nichts zu gewinnen, als Entscheider schon mal nicht und als Versicherer eben auch nicht. Außer man ist auf irgendeine gewisse Zielgruppe spezialisiert. Und es ist ja nicht nur so, dass du jung verlierst, es ist ja so wie alle neuen Trends, die in einer gewissen demografischen Gruppe anfangen, die wächst auch, wird älter quasi, ja, und andere demografische Gruppen kommen mit rein, weil die sehen, die verwenden das, finden das cool oder hey, der macht seinen Sneaker Drop irgendwie bei Insta und dann denkt man sich als Entscheider natürlich, hey, wieso geht das auch nicht mit unseren Produkten? Dort wird Konsumentenverhalten gebaut und der Konsument hinterfragt nicht, ob wir reguliert sind oder nicht, sondern er fragt sich einfach nur, warum kann ich das nicht mit meiner Versicherung? Es ist doch nur eine Privathaftpflicht. Ja. Ich muss doch nur angeben, wie alt ich bin und welchen Familienstand ich bin. Ja. Was soll das? Warum muss ich jetzt hier abspringen? Ja. Abschließende Frage, was sind so die drei größten Trends, die du in der Branche im Bereich Marketing siehst? Drei größten Trends. Ich glaube, einen hatten wir gerade schon genannt, dieses Thema Social Commerce, neue Zielgruppe, anderes Konsumentenverhalten. Ich glaube auch, dass wir, und das sind auch Themen, wir haben gerade über LinkedIn gesprochen, du musst immer mehr Bewegtbild haben. Ja. Ohne Bewegtbild wird es nicht funktionieren. Menschen konsumieren anders, Menschen schauen Videos, kurze Videos. Und das ist eine große Herausforderung für uns als Versicherung, weil wir erstmal kein Produkt haben, was wir zeigen können. Damit sind Videos für uns sehr aufwendig, aber ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Und letztendlich glaube ich auch weiter daran, dass ein klarer Trend ist, dass wir Marketing-Technology, KPI-basierte Steuerungen, es gibt immer noch Marketingabteilungen, die einfach nicht KPI-basiert steuern. Ich glaube einfach, so kannst du perspektivisch keine Kanäle führen. Deswegen glaube ich,
auch stark an dieses gesamte Thema Marketing-Technology. Ja. Und das sind für mich jetzt mal so drei Trends, die vielleicht auch die Zukunft noch des Marketings mitbringen. Du wirst lachen, wir arbeiten auch an Softwareprojekten hier, die in so ein bisschen die Richtung gehen. Also stay tuned. Uwe, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Danke. Danke euch auch. Ciao.